Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Uranium, mittlerweile Teil 4. Und ich will direkt am Anfang sagen, na, gucken wir mal, ob wir nicht vielleicht 30 Likes diesmal schaffen. Letzte Mal habe ich gesagt 20, vielleicht diesmal 30. Wenn wir die 30 Likes voll haben, dann wird es ein Pokémon Uranium Teil 5 auf jeden Fall geben. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal wieder los. Ich muss mal eben wieder auf meinen Fensterchen klicken, weil sonst läuft hier gar nichts. So, wir haben die Arena besiegt und oh ja, jetzt kommt wieder unser. Ich hab übrigens früher immer diesen Rivalen, den man hatte, habe ich immer Trottel oder Arschi oder so genannt, weil er sich immer so benimmt. So. Hey, ich habe mir schon gedacht, dass ich dich hier treffe. Fühlst du dich immer noch groß und stark, nur weil du den stärkeren Starter hast? Ich wette, du hast versucht, den Arena-Leiter zu besiegen. Und sie hat dich besiegt. Was? Du hast gewonnen? Niemals. Ich war vorhergesehen, sie zuerst zu besiegen. Das ist nicht fair. Naja, es ist egal. Weil wenn ich dich besiege, beweist das, dass ich stärker bin als ihr beiden. Erwarte nicht zu gewinnen, weil dein Starter einen Vorteil hat. Stimmt, habe ich sowieso nicht vorne stehen. Ne? Oh, Burby. Boah, schon Level 10. Ja gut, da ist mein Dildo King mit Level 9 natürlich jetzt nicht so der Brenner. Ja, dass das nicht sehr effektiv ist, das war mir schon von vornherein klar. Ja, nehmen wir natürlich Raptor. Feuer verbrennt Federn. Ach. Ich bin immer zu schnell hier beim... Ach, warum nehme ich den Scratch? Ich bin noch halb am Pennen hier. Zur Erklärung, es ist früh morgens und ich bin gerade erst aufgestanden. Deswegen, also man muss sagen, sein Burby ist ja doch schon etwas stark. Ja, ist klar, mit Level 10. So, jetzt schmeißen wir erstmal wieder ein schwaches Pokémon rein. Das schwächste bei mir ist, glaube ich, Flugsau. Oh, süß. Ach du je. Wenn das nicht effektiv ist, dann haut er den... Oh nö, ich dachte, der haut den jetzt mit einem Schlag weg. Ja, einmal machen wir noch. Uiuiui, das hätte jetzt richtig in die Hose gehen können. So, schmeißen wir als nächstes wieder Raptor rein. Weil nach wie vor... Ich versuche immer das Starter-Pokémon am größten zu halten von allen. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Dass der schon so mit der Energie runter ist. Ha. Tja, an mir kann man sich nur die Finger verbrennen. Oh, super effektiv.
Ach ja, stimmt ja. Ist ja gerade Starter-Pokémon. Flugsau ist Level 9. Juhu. Ja. Nein, noch nicht mal mein neues Pokémon konnte mir helfen zu gewinnen. Tja. Das ist nicht fair, GB. Es so mit mir aufzunehmen. Du bist gemein. Naja, egal. Der Professor hat mir gesagt, ich soll dir das hier geben. Nimm es einfach, okay? HM06 Rock Smash. Das ist gut. GB put the bla bla in the pocket. Ich gehe jetzt die Arena. Die Arena bekämpfen. Mich durch die Arena kämpfen. Nächstes Mal, wenn wir gewinnen, werde ich dich besiegen. Geh nicht davon aus, dass du da Glück hast. Oh, da ist ein Brief an der HM. Lieber Gameblamer. Siu hat ja in der Stadt rumgehangen, nachdem du gegangen bist. Und ich habe realisiert, dass ich euch beiden das hier geben wollte. Es ist eine HM oder eine versteckte Maschine, die einen Move enthält, den man Pokémon beibringen kann. Bring es einem Pokémon von dir bei und du wirst fähig sein, Rocks, also Steine zu zerstören. Aktuell frage ich mich, ob du zurück nach Muckitown kommst, nachdem du dein Abzeichen bekommen hast. Ich möchte sehen, wie deine Pokémon gewachsen sind. Professor Bambo. Ich sollte wohl besser nach Muckitown zurück. Ja, kann ich über die Route 2 zurück nach Muckitown? Ich bin mir ja gar nicht sicher. Aber machen wir das mal so. Oh, verdammt, mir fällt jetzt gerade ein. Genau, ich habe die gar nicht geheilt. Ich war jetzt gar nicht im Pokécenter. Das muss ich jetzt gleich noch dringend machen. Das habe ich ganz verschwitzt. Gehen wir nochmal gleich zurück ins Pokémon Center. Na, komm, das ist egal. Machen kaputt. Jawoll. Dildo King ist der King von allem. Der weiß, wie die Pokémon es brauchen. Verschmitztes Lächeln hier und dort. So. Aber ich werde jetzt mal die Flugsau an Stelle 1 setzen. So. Ja, ihr seht übrigens, ich habe jetzt zwischen dem Teil 3 und dem Teil 4 hier nicht gelevelt. Weil ich konnte ja nicht aus der Stadt raus, ohne dass Siu kommt und mich herausfordert. Und das wollte ich euch ja natürlich nicht vorenthalten. Deswegen gucken wir mal, wie wir ohne Leveln weiterkommen. Vor Teil 5 werde ich auf jeden Fall die Pokémon wieder leveln. Oh, Quick Attack Level 9 gegen Quick Attack Level 10. Das wird spannend. Jawoll. 113, das ist nicht gerade wenig. Möchte ich das Pokémon wechseln? Nö, erstmal noch nicht. Einen Quick Attack schaffen wir noch. Ja, das war aber gut ausgerechnet, dass noch einer geht. So, Dildo King nochmal pushen. Hoffentlich ist er nicht sofort tot. Oh ne, es geht. Aber mehr als 2 Attacken kriegen wir mit dem jetzt auch nicht hin. Oh, oh, oh. Ja, dann müssen wir noch einen dritten mit ins Spiel nehmen.
Oder ich könnte natürlich eine Potion nehmen, aber das, nö. Die sollte man ja nicht verschwenden. Ach, wie sie sich immer alle an mir verbrennen. Da reicht jetzt ein Scratch, glaube ich. Jawoll. So. Ja, da hat er mich jetzt nur gefragt, ob wir nicht die Pokepot-Nummer tauschen sollen, damit wir mal gegeneinander spielen können. So, jetzt latsche ich erstmal nicht weiter, ich latsche erstmal wieder zurück zum Pokécenter. Weil der hat mich ja jetzt doch relativ gut niedergemacht. Obwohl ich gewonnen habe. War jetzt nicht der leichteste Trainer. Was mich halt noch mehr darin bestärkt, meine Pokémon schnell zu leveln, sobald es geht. Immer diese Wanderer. Voll aggressive Wanderer überall im Pokémon-Universum. In jedem Pokémon-Spiel. Oh boah, ein Level 12 Barrel. Oh, das ist... Boah, das ist heftig. Ja, dass das nicht effektiv ist, ist klar. Ja, haben wir ja keine andere Wahl, außer mit Raptor zu kämpfen. Boah. Ich habe das Gefühl, ich brauche gleich eine Potion. Einen kriege ich noch hin, dann muss ich mich heilen. Also da haben sie echt ein richtig heftiges Pokémon, ein richtig heftiges Pokémon reinprogrammiert mit Barrel. Also das muss man echt sagen. Das ist ja schon ein Über-Pokémon. Ich bin so... Ich hab daneben gehauen. Jetzt wollen sie es aber extra, oh ne, Moment. Das macht nur... Scheiße. Das Problem ist, ich krieg den ja mit nichts anderem tot, außer mit meinem Raptor. Kann ich gleich schon wieder zurück zum Pokécenter latschen, fällt mir mal gerade ein. Mann, Mann, Mann. Man sollte das nicht Pokémon Uranium, sondern Pokémon Center nennen. Einfach Pokémon Center Edition. Ah, ein wildes Pokémon. Komm, machen fertig, Flugsau. Richtig schön ins Gesicht kacken. So. Jawohl, Level 10. Dann können wir jetzt unser Haupt-Pokémon ändern wieder in Dildoking. Ach, nicht Summary. Switch to Dildoking. Ah, da sind die Rocks, die man smashen kann. Ahoi, Trainer. Willst du nach Kevlar Town? Sieht aus, als wenn der Weg blockiert ist. Weil, ja, von einer Lawine. Wir haben einige davon hier in der Gegend. Mach dir keine Sorgen, ich bin Pokémon Ranger. Ich habe geschworen, Menschen zu beschützen.
Und auch die Pokémons dieser Region. Meine spezielle Einfangtechnik. Tut mir leid, das kann ich nicht übersetzen irgendwie. Nun sieh zu, Trainer, und lerne. Da. Durch den Styler habe ich den guten Willen meiner wilden Pokémon gemanagt. Dass sie eine temporäre Freundschaft untereinander eingehen. Wenn ich sie jetzt frage zu helfen, werden sie mir helfen. Also werden sie mir assistieren. Mankey Barrel, könnt ihr mir helfen, diesen Weg freizuräumen? Danke für eure Hilfe. Das ist, wie wir Ranger arbeiten. In Harmonie mit ja, dem Umliegenden. Wir borgen uns die Kräfte der wilden Pokémon, um Gutes zu tun. Und dann lassen wir sie wieder frei. Wir sind anders als die Trainer. Respektiere die Natur. Und denk daran, du kannst immer einen Ranger rufen, wenn es Ärger gibt. Okay, aber dadurch wissen wir jetzt zumindest, dass es da nach Kevlar Town geht und nicht zurück nach Moki Town. Da fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben ja die HM bekommen. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir die einem Pokémon geben. Ich denke mal, Beryl kann das ja. War mir klar, dass der das kann. Dem geben wir das auch. Hardener soll der vergessen. Boah, das ist sowieso die beschissenste Fähigkeit in ganz Pokémon, oder? So. Ne, dann gehen wir zurück. Wir müssen ja eh wieder ins Pokécenter. Und dann gehen wir zurück nach Moki Town, zeigen dem Professor unsere Pokémon. Außerdem war da auch ein Weg, wo man Dingens, sag schon, wo Rocks im Weg waren, Steine. Dann können wir nämlich auch da lang. War aber auf jeden Fall sehr lehrreich, die Route zweimal lang zu gehen. Dann haben wir endlich gelernt, was der Unterschied zwischen Poké Ranger und Poké Trainer ist. Ja, danke. Tschüss. Gar nicht undankbar. Wo ging's denn hier nochmal nach Hause? Ich glaube, hier oben rechts. War das so richtig? Ja. Och, da müssen wir ja wieder durch diese Kackhöhle. Oh. Ah, jetzt geht's wieder los hier. Ja, da kann ich eigentlich den Raptor direkt ausrüsten, weil wenn die Barrels die ganze Zeit kommen, komme ich anders sowieso nicht hier durch. Naja, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, Raptor wieder ein bisschen zu leveln. Ach, daran hätte er jetzt ruhig kaputt gehen können, oder? An dem Burn. Das kleine Fisselchen da noch übrig zu lassen, das ist ja wohl eine Frechheit. So, setzen wir eben Raptor an Platz 1. Dann können wir das Ganze nämlich ein bisschen beschleunigen. Ja, ein Tonemi. Level 6, die sind jetzt schon ein bisschen stärker geworden, nachdem ich den Arena-Leiter besiegt habe, oder? Obwohl das derselbe Weg zurück ist. Na,
Naja, gut. Werden wir wenigstens nicht ganz so oft angegriffen. Kommen wir schnell durch. Ja, verbrenn diesen Bettvorleger. Den nehme ich als Tretmatte vor meiner Eingangstür. Zu Hause. Bam. Weg ist er. Level 12. So schnell geht das. Och, komm schon. Ich will doch nur zurück nach Haus. Ah ja, eigentlich hätte ich auch Beryl ausrüsten können. Mit dem wäre man genauso gut durchgekommen. Naja, man kann ja nicht immer an alles denken. Hab ich überhaupt hier Heilzeug? Boah, was ist denn da draußen los? Helikopterangriff. Flug. Nee, Hubschrauber. Einsatz. Genau, so war das. Komm, bevor der uns jetzt hier abkackt. Auf dem Weg in die Stadt. Genau, hier war das, ne? Hier ist oben, glaube ich, der Weg verstopft gewesen, sag ich mal. Hä? Ach, wir hätten doch Route 2 einfach runtergehen können. Ah, guten Morgen, GB. Hier ist Richie. Rise and Shine. Ja. Möchtest du kämpfen? Ich werde diesmal gewinnen. Ich warte für dich auf Route 1. Halt nach mir Ausschau. Mein Vortok wird dich erwarten. Klick. Gut, haben wir auf Route 1 wieder jemanden, gegen den wir kämpfen können. So, jetzt können wir auch, glaube ich... Ah, ne, das war Blumenshop. Hier war doch irgendwo... War das hier unten der Angler? Nee. Ach, hier gibt es ja gar kein Poké-Center, fällt mir mal gerade ein, ne? Doch, hä? Bin ich jetzt nicht in Mokitown? War Mokitown noch weiter zurück? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jetzt bin ich in Kevlartown. Hä? Also irgendwas stimmt doch jetzt hier nicht. Bin ich falsch abgebogen? Ach, mir egal. Ach so, nee, stimmt. Kevlartown war ja die zweite Stadt, in die wir gekommen sind, ne? Beziehungsweise die allererste. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. So, da sind die Steine, die ich nämlich meinte. Die, das, wo ich vorher nicht lang gehen konnte. Ha. Repel bekommen. Und da ist wieder ein neuer Trainer zum Bekämpfen. Oh, ein Mankey. Los, Raptor, zerstör ihn. Schneid ihn einen Arm ab und stopf ihn ihm in den Mund. Pokémon USK 18. Wow. Ja, das ist mir aber gegeben. Ach, der schmeißt noch ein Pokémon rein. Nö, wir lassen unseren Raptor. Nein, schon wieder Gift. Ah, Gott sei Dank nicht geklappt. Brennen sollst du. Oh, da bleibt wieder so ein Fitzelchen übrig. So lächerlich. So. Run. Ja, war doch klar, dass du gegen mich keine Chance hast. Du Noob.
So, das muss reichen. Ha. War nämlich klar, dass noch ein Trainer kommt. Oh, ein Magikarp. Auf Deutsch Karpador. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja gut, das ist aber Wasser-Pokémon, ne? Ja, das ist natürlich jetzt eine blöde Situation mit meinem Raptor. Dann nehmen wir doch unseren Bomberman. Headbutt. Bam. Boah, Level 12 sogar der Karpador. Mein Gott. Ach, Mudslap bringt ja gar nichts. Probieren wir mal den Rock Smash an ihm aus. Ey, voll das mega stark übertriebene Karpador. Oh, Tackle ist gut. Obwohl, das ist ein Fisch. Man könnte einfach da den Move drauftreten nehmen. Zumindest an Land. Na komm, erstmal Bomberman jetzt drin. Ach du Scheiße, nee. Ja, nicht besonders effektiv. Gegen Bomberman ist gar nichts effektiv. Das ist ja gerade das Tolle an diesem Pokémon. Ich mach dich kaputt, du fettes Viech. Boah, ich habe heute Nacht geträumt, dass bei mir eingebrochen wurde. Voll der schreckliche Albtraum. Alles wurde mir geklaut, während ich geschlafen habe. Fällt mir mal gerade so ein. So, Super Potion. Gut. Hat sich doch gelohnt. Moment, die alte Oma, die will bestimmt auch kämpfen. Gucken wir mal. Obwohl, nee, ich habe ja gar nichts. Ist ja eigentlich gar nichts so schlimm geworden. Tatsache, die Oma will kämpfen. Ladies können auch gute Trainer sein, sagt sie. Experte Gerta. Ein Outen. Ah, den brennen wir so weg. Ich hätte ja sowas, so ein Move-Flammenwerfer. Oder Feuerwalze. Tja, war wohl nix, Experte. Level 13. Geht ja jetzt schnell. Nö, nicht wechseln. Mudslap. Das probieren wir direkt mal aus. Hahaha. Ja, macht auch die Akku, also das, die Zielfähigkeit macht der Angriff auch runter. Das ist gut. Die Zielgenauigkeit, Zielfähigkeit, mein Gott, Zielgenauigkeit. So, ich hätte an dem einfach vorbeigehen können, aber das wäre ja nicht der Sinn des Spiels, ne? Wir wollen ja der Beste sein. Also machen wir alles kaputt. Das ist super effektiv, oh. Das ist nicht schlecht. Was hat der denn da geworfen? Stöckchen? Und jetzt noch einmal brennen. Ist egal, ob das nicht effektiv ist. Hauptsache tot. Noch ein zweites Fortok. Schlimm, wenn man so einseitig ist.
Nee, 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 nee. Das ist eigentlich, glaube ich, eine gute. Der trifft trotzdem die ganze Zeit. Och nee, nicht schon wieder vergiftet. Und ich habe kein Anti-Poison. Anti-Poison. Das ist echt scheiße jetzt. Ja, super. Ne, ich habe wirklich. Also eine Potion habe ich, aber ich habe kein Heilzeugs. Vielleicht irgendeine Beere. To recover for. Boah, ich habe so ein Glück. So, dann auch direkt wieder Potion. Wo haben wir's? Ja, 20 reichen. Müssen wir nicht voll ausheilen. Ja. Ein Trainer nach dem anderen wird hier weggerotzt. Na, ah, bin ich blöd. Das ist ein Burby. Warum mache ich Matslap? Ich weiß doch, ja. Ich weiß doch, dass Feuer gegen den gut ist. So, komm. Noch einmal, dann ist er hinüber. Zack. Jedem das, was er verdient. Level 14. Mann, Mann, Mann. Ich wundere mich, wir haben noch kein einziges Pokémon weiterentwickelt. Also ich hätte schon mit mindestens einer Entwicklung gerechnet bis hier. Oh, Candy. Candy. Aber jetzt erstmal Potion. Das Candy hebe ich mir auf. Das haue ich jetzt bestimmt nicht einfach so raus. Ha, einfach dran vorbeigelaufen. So, hier der Angler. Der gibt mir jetzt eine Route, weil ich nämlich Maria besiegt habe. Ich sehe, du bist ein starkes Kind. Du hast auch das Abzeichen. Nimm bitte das und benutze es gut. Alte Route bekommen. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Na, komm hier, dann zeigt er mir bestimmt, wie man angelt. So. Na, wo ist es? Not even a nibble. Register. So, mit welcher Taste kann ich das denn jetzt auslösen? Gar nicht. Ach, ist auch egal. Werde ich mir später mal angucken. Wir müssen erst noch zurück zum Professor gelangen. Ach, warum mache ich denn jetzt immer Matslap? Ich wollte den doch verbrennen. Ja, das ist man ist halt gewohnt, einmal nach links, zack, man war auf Verbrennen. Ist aber jetzt ja nicht mehr so. Oh.
die anzugreifen, ist ja mal total sinnlos geworden. Level 2. Kriegt man ja gar nichts raus an Experience-Punkten. Nee, ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Oh. Ich hab mich verlaufen, Leute. Das gibt's nicht. Verlaufen in Pokémon. Ja gut, also der Originalweg kann ja nur von hier irgendwie sein. Weil durch diesen Rock-Dingens da konnte ich nicht. Und in die Stadt bin ich damals definitiv von unten gekommen. Ah. Ah. Na also, mein Gott. Jetzt gucken wir noch, was der Professor so zu erzählen hat. Mitten in der Stadt ein Bitchfight. So, was war nochmal das Haus vom Professor? Das nicht. Oh, da ist er ja. RGB, du hast es geschafft. Gut, gut. Warum folgst du mir nicht ins Labor? Wir haben eine Menge zu diskutieren. Als erstes möchte ich dir gratulieren, dass du dein erstes Abzeichen bekommen hast. Ich denke, es ist eine großartige Idee, das Tandor, die Tandor Arena zu übernehmen. Oder zu, ja. Wer weiß, wie viele Arenen du noch sehen wirst und wie viele neue Pokémon du treffen wirst auf deinem Weg. Wenn du planst, alle 8 Abzeichen zu bekommen, ist das nächste, die nächste Arena in Burol Town im Osten. Also rechts. Nun, wo du Rock Smash hast, wirst du ja fähig sein, so Brocken da aus deinem Weg zu crushen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum ich dich hierher gebracht habe. Sag mir, wie es mit deinem Pokédex vorangeht. Es ist wichtig für meine Nachforschung der Pokémon-Elemente. Also versuche, das so gut wie möglich auszufüllen. So, du hast 16 Pokémon gesehen und 10 von denen gefangen. Ich hoffe, du sammelst weiter Pokémon und füllst weiter den Pokédex aus. Wenn du eine bestimmte Nummer von Pokémon fängst, finde ich sicher einen Weg, dich dafür zu belohnen. Hier, das sollte dir auf jeden Fall helfen. Pokébälle. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Pokémon zu sehen und es nicht fangen zu können, weil du keine Pokébälle hast. Das sollte dir helfen. Da sind so viele Pokémon-Spezies in Tandor, die du entdecken musst. Ich wünsche dir viel Glück, GB. Ja. Ja, das hatte der Professor uns zu sagen. Und wir wissen jetzt halt, zum Osten raus geht's zum nächsten Gym. Na? Ja, da konnten wir, glaube ich, vorher nicht raus am Anfang vom Spiel. Ja, genau, wegen den Rocks. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch mal wieder gefallen. Vergesst das nicht mit den Daumen nach oben. Ab 30 Daumen nach oben gibt es eine Folge 5. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig unterhalten. Ihr konntet ein wenig mit mir lachen. Stay tuned, euer Game Blamer. Ciao. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.